Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Aktuell sehen wir auf Feld Nummer 18 Kartoffel aus. Wir werden jetzt um Schweine kümmern. Das heißt, den Stall mal anschauen. Den Stall mal anschauen, ja genau, das ist auch richtig. Und dann werden wir schauen, dass wir einen Futterkaufspunkt erstmal aufstellen. Ich glaube, wir hätten die Halle drehen müssen oder na, müssen. Die soll mal anschauen. Ich kenne den Stall auch nicht. Kann man hier vorher bringen? Ey, lass mich rein. Wieso komme ich in den Stall nicht rein? Kommt hier Wasser rein? Treppe vergessen, ja? Ist ja auch nicht schlecht. Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Ist das nur ein Stall, wo man keine Tiere sieht? Aha, gut, das geht schon mal auf. Schon Futter. Reingucken können wir schon mal. Aber wir sehen noch nichts. Das sagt mir überhaupt nicht so. Wenn ich einen Stall nicht, muss man nur Tiere sehen können, ne? Das wäre Wasser. Klopf, klopf. Ne, das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich möchte zumindest bei den Schweinen reinschauen. Das sagt mir jetzt nicht zu. Jetzt zeigt mir auch keiner an. Das ist schon komisch. Nö, dann verkaufe ich ihn wieder. Das ist mir jetzt... Gefällt mir nicht. Muss ich mal schauen, ob wir da was Besseres kriegen. Wir haben wohl eigentlich keinen normalen. Schweinestall. Anders. Geht auch für Tiere rein. Müssen wir mit dem Sägerät ankommen. Ein bisschen Kalk fehlt, aber das macht nichts. Also ich möchte schon Schweine haben. Das hat mich für entschieden. Da haben wir extra eine Betonfläche angerichtet, ne? So, mal gucken.
mal eigentlich drehen. Ist ein bisschen in der Breite, aber weniger Tiefe. Dann gehen wir ein bisschen zurück. Dann können wir vielleicht noch ein Lager hinrichten, aufbauen. So, da haben wir den neuen Stall. Ah, unser Wasser. Das können wir dann entsprechend anpassen. Ja, genau, so möchte ich es haben. Ich möchte im Stall reingehen können. Das sollte Wasser sein. Hier kann man Tiere herbringen. Passt. Futter. Gülle. Da ist schon Futter. Hier werden wir unseren schönen erstmal auf normal laufen gehen. Immer auf 0. Also werden wir unseren natürlich Wasser anschließen am Druck. Wir werden hier nicht hin und her fahren mit Wasser. Dafür haben wir unseren Wasserhahn, den wir da entsprechend hinbringen können. Müssen wir nicht reinlaufen, das machen wir nicht machen. Das stellen wir hier vorne hin. Dann nehmen wir den anderen noch. Bisschen blöd mit der Maus. Da ist er schon. Unser super Wasserhahn. Anschluss. Gucken, platzieren, C, rotieren. Rotieren ist alles. Wir sind drehen. Noch geht's. So. Bestätigt. Gut, Wasser steht. Jetzt, ja, Kartoffeln ist eigentlich fast leer. Aufnahme läuft, ja genau. Jetzt haben wir noch kein Nachfüllgerät dafür, aber für flüssige Dünger sowieso bin schlecht. Müssen wir normal Anhänger nehmen. Aber wir brauchen sowieso Kartoffeln als Saatgut. Das heißt, wir werden gleich losdüsen und entsprechend Nachschub holen. Ich müsste die Saatbusses mit Autodrive anschließen, diese Saatstation. Da könnte man über Autodrive nach. Allein nachfahren lassen. Muss ich aber erst noch testen, wie es funktioniert. Werde ich mal extra Spülstand nehmen und dann probieren. Also meine Online-Kurse kann man auch viel verkehrt machen. Denn jetzt berechnen lassen wäre auch nicht sinnvoll, das würde zu lange dauern. Und man könnte praktisch dann auch nicht weiterspielen. Weil dann hast du die Leistung ja, minimiert, kann man sagen. So, ein Dünger noch. Müsst ihr meckern, ja. Kurz entlassen. Und gleich den Wegpunkt entsprechend eintragen. Sonst ist nachher. Fängt er von vorne an. Das wäre ja Blödsinn, ne? Hier werden wir den mal kurz einklappen.
Oh, das sieht schmutzig aus. Aber das ist halt so, ne? Also wenn der Hof weiter, wenn das später weiter weg sind, dann müssten wir uns eine Außenstation, eine Wohlaußenstation. Aber wir müssen schlichtweg also Maschinen haben zum Nachfüllen. Also Überladewagen, Kartoffeln sollte. Ja, normalerweise wird das Moose, ne? Oder hier mit Big Bags hinterherfahren. Wäre auch eine Möglichkeit. So, jetzt haben wir einen Stall für Schweine und für Kühe. Den zweiten Kuhstall würde ich eigentlich für die Kälber später haben. Wenn nachher die Kühe erstmal Kälber bekommen. Sollten eigentlich auch männliche Tiere kommen. Die sollen ja eigentlich in extra Stall kommen. So, jetzt zumachen Deckel. Stellen wir die vorne mal hin. Bevor wir uns entscheiden für was. Nicht gerade vorm unser Flüssigdüngertank. Man kann auch Saatgut herstellen, also das geht auch. Werden wir auch später machen. Da haben wir noch einen Tag zu stehen, also 12. Kalkstreu ist auch fertig. So. Saatgut, schon noch zusammen fahren. Das geht ja fix mit Kartoffeln, sende ich ja nicht viel rein. Heute vierte Aufnahme. Gibt doch später, wie ich dachte. Aber macht nichts. Ach, da ist der Hänger für die Kühe zum Füttern. Wollte sagen, ich habe dort glaube ich Hänger gekauft, einen kleinen. Der genügt dafür. Das werden wir auch gleich machen, ne? Haben wir den Traktor irgendwie zur Verfügung? Außer den Fendt. Muss man die Kurse einfahren, also im Prinzip den. Den Gifttank da hinten will ich umbauen. Und zwar da, wo der grüne ist. Um dann da einen Kurs lang zu fahren. Mit Autodrive. In einen Abwasch. Alle vier. Beziehungsweise alle fünf. Ah, da muss ich mal außer der Reihe machen, weil ich kann es noch nicht. Also da muss ich vorher speichern, absichern und dann hoffen wir, dass es nicht schief geht. Also ich könnte es nicht zeigen in dem Sinne, weil es einfach also ich kann nur das zeigen, was ich auch kann. Also ich kann, also unsicher bin, das kann ich nicht vermitteln. Das ist dann möchte darauf nicht, dass andere was verkehrt machen und dann schimpfen, weil sie dann gesagt haben, oh, du hast ja mal was gezeigt. Also bei Autodrive kann ich empfehlen, Holger 70. Er hat schon Videos gemacht dafür, er hat auch für die Marsch Kurse eingefahren, die ich persönlich auch nutze. Also wir können theoretisch zu jedem Feld hinfahren lassen. Wir werden mal den Kalkstreuer dann zum Hof fahren. Das geht auch automatisch. Was wir noch machen müssen ist Bäume fällen. So, ausklappen. Ja, Holz muss gemacht werden. Leider.
Paletten herstellen und dann können wir nachher entsprechend ja. Wie lange möchtest du noch arbeiten? 1 Stunde 22. Mann, Mann, Mann. Aber gut. Und reell wäre mit Azone, das kann man auch machen, trade mit Amazone kann man natürlich auch drauf pflanzen. Das sieht dann auch so aus. Nur halt dreimal so schnell. So. Das heißt, wir wollen jetzt den Kalkstreuer zurückschicken. Dazu klappen wir mal ein. Und dann Richtung Hof. So. Jetzt brauchen wir einen Holzvollernter. Wald haben wir schon gekauft. Ziehe den Pinose vor. Habe nicht Mod. Nee. Kaum jetzt nicht, kein Wort drauf ist. So, brauchen wir noch. Wir wollten uns um die Kühe kümmern. Die Futter kriegen. Und wir müssen mal schauen. Das ist, glaube ich, wichtiger, dass wir die Rüben reinkriegen. Oh, Rüben ist ja eigentlich noch zu kalt. Machen wir nichts vor, ist noch zu kalt. Kartoffeln ist auch Risiko. Ja, hier hat er schon Probleme. Grafisch, technisch, also von der FPS her. Wo die Halle noch keine Probleme mehr reiten könnte, sollte. So, den wollte ich hier weg haben. Das stört mich jetzt hier. Das Futter wird nicht reichen. Ist das weniger geworden über Nacht? Straßen wollte ich bauen. So, Kühe, happy, happy kommt. Fresschen. Ja, ist alle. Wir müssen auch noch mal sehen, dass wir noch ein bisschen Nachschub holen. Ich wollte hier eine Straße bauen. Wuff. Also ein bisschen anschließen, ein bisschen breiter machen. Das Gras weg. Ist der angekommene Fahrer? Da ist er. Muss man an den neuen Hof immer gewöhnen. Da er jetzt im Prinzip die Hofgestaltung vom Modder her im Prinzip gesagt hat, kann sich jeder alleine gestalten, wie er möchte. Auf vielfachen Wunsch wurden auch die Hallen entfernt. Also komplett. Man darf jetzt alleine den Hof gestalten. Was auch okay ist. Jeder kann das gerne machen, wie er möchte. Es gibt auch Karten, da sind noch Produktion und Hof fertig. Aber muss man halt das nehmen, was da ist. Ne? Und so kann man sich okay entscheiden. Wieso ist da kein Gras? Ach, das macht nichts.
Kann man alles nachher wieder ein bisschen mit Terraforming korrigieren. So. Dann wird den Hänger gleich hinten in der Halle wieder reinfahren beim ja, bei den Kühen halt, ne? Was soll ich mir da jetzt ich finde damit Wasser super. Gibt da noch die Notpumpe? Das ist so eine grüne, haben wir glaube ich schon gesehen. Beim Mods. Das kann man dann entsprechend, wenn man die setzt, dann kann man Wasser nicht vergessen. Denn die Pumpe macht automatisch den Trog auf 15% voll. Das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Dann sieht man sich morgen zur nächsten Folge. Ciao, tschüss.